Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Unity. Wo waren wir denn gewesen? Ach ja, stimmt. Hier drüben habe ich mir mal diese eine Rosette geholt. Aus dem Grund, weil jedes Mal, wenn man so ein Objective einsammelt, speichert das Spiel. Und beim letzten Mal konnte ich dann hinterher doch nicht weiterspielen, weswegen ich irgendwie halt speichern musste. Was willst du aus dem Maul? So, schön. So, und dann gehen wir mal hier hoch zum Aussichtspunkt. Da oben auf dem Kirchturm, I guess. Oh, hier ist auch eine Kiste, die man knacken könnte. Die höre ich doch hier in der Nähe. Ah, die ist doch über mir, oder? Ja, hier ist die Kiste. Verrückt. Einen haben wir noch. Scheiße. Ach, verdammt. Ja, müssen wir weiter in der Story voranschreiten, sicherlich, um Zugriff auf die nächste Schlossknacker-Fähigkeit zu bekommen. Deswegen hole ich mir hier auch erstmal einen Aussichtspunkt, um dann da unten zum Ausrufezeichen zu gehen, um die Story fortzusetzen. Ja, ist ja gut, ich sehe, Paris ist krass. Hingehe. Ja, löst sich der Punkt auf. Muss ich nicht auf die Karte schauen. So, und ab zum nächsten Questpunkt. Questlog. Da links ist so eine... nicht Kopernikus, sondern... Arno setzt Tackle ein. Es ist sehr effektiv. Ja, entspann dich. Auf zu schreien. Das Königreich der Bettler. La Cour des Miracles. So, erstmal den Abschaum erledigen. So, mal kurz plündern. Fächer. Oh, ich bin der größte Fan. Das hört sich an, als würde hier jemand gefoltert werden. Kann ich da von oben rein? Ja, sieht nicht so aus.
Da bist du ja. Radetuns Adjutant. Latouche. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt ihr nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Der hat Charles Lees Stimme, beziehungsweise die von Maximilian Pegasus. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund überfahren. Leg dich auf einen von denen. Was? Ernsthaft? Wow. Okay. Dann versuche ich halt nichts zu töten. Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt dich. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund. Im Eilschritt, Leute. Seine Hoheit ist kein Grund von Trödelei. Und der hat die Stimme von SpongeBob. Alles klar. Zurück mit dir. Monsieur Latour. Und zwar eher, als ihr denkt. Glaubt mir. Kenne ich dich?
Ich bin gerade so ruhig, weil ich so angespannt bin. Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buch. Versucht das hier nicht zu verkacken. Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine Einzelbuch falsch gesetzt. Ich bin ja gerade weggegangen, genau, weil ich damit gerechnet habe, dass der hier hochkommt. Da, wo ich gerade rumstand. Oh wow, wirklich. Okay, safe. Nice. Bringt ihn hinein, schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Sich rein. Dann nehme ich einfach mal den direkten Weg durchs Fenster. Und plündere auch gleich mal die Truhe hier. Okay, da oben ist einer. Nein, da will ich nicht hin. Da unten ist er, okay. Mit dem Unglücksraben im Bett 6 geschehen. Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuer? Schwer, das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Soll ich den jetzt einfach töten? Denn er kennt den Unterschied nicht. Okay. Buenos Dias. Liefert mir den Roi des Thunes und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Ja, Gebiet verlassen, ne? Ah, hier geht's runter. Ah, da drüben ist eine Truhe, die ich knacken muss.
kann keine Leertaste drücken. Guter Versuch. Gut. Mit Q heile ich mich. Wait, ich kann das Plünder unterbrechen? Nee, fängt von vorne wieder an. Okay, schade. Ich dachte, es ist gerade nur unterbrochen gewesen. So, wieso hatte ich vorhin 5000 Florin und jetzt nur noch 2000? Na, wenigstens Medizin kriege ich hier raus. So, ich würde gerne das Gebiet verlassen, aber ich sehe nicht wie. Ah, hier ist das Tor. Und weg mit dem Dreck. So, Gebiet verlassen. Das Königreich der Bettler. Achso, ja, fortfahren. Okay, da muss ich wieder ganz hoch. Wo muss ich da jetzt ganz hoch? Komisch. Leroy ist Mord. Verpisst euch, Saubande. Alles klar. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Da, jetzt habe ich schon wieder 5.350 Gold. Sabotieren. Wahrscheinlich Abluftschächte, die ich hier jetzt sabotiere. Schade, dass ich die Phantomklingen, die ich verschieße, nicht zurückbekomme. Oh, Charakteranpassung. Fähigkeiten. Nahkampf. Nein. Schleichen. Gemeinschaftssinn, verkleiden. Doppelattentat. 4 kostet das. Verdammt. Das sollte sie ausräuchern. Okay, so ging's aber auch. Dann plündern wir mal kurz, weil ich... Da, zack, wieder. 2,145. Warum? Gerade eben waren es noch 5000. Belohnung. Ziele. Fortschrittsanzeige. Herausforderung Luftattentate. Okay. Stellung. Töten, töten, töten. So, das war jetzt ein Luftattentat. Und tschüss. Dann plündern wir mal eben wieder.
Damit müsste so. Das gehört mir. Komm. Ich krieg keine Messer daraus, ne? Und zack. Zack, zerrapp. Das war nicht knapp. Leider sind meine ganzen Verbündeten jetzt tot. Ah ne, der wendet sich noch. Oh, der wendet sich auch noch. Jetzt nicht mehr. Und ich bin schon wieder bei 22 Minuten. Ich überziehe jedes Mal bei Assassin's Creed Unity, glaube ich. Aber komm, hier einmal durchblendern, kann man noch... Oh, das ist gar nicht mein Verbündeter, der sich noch windet. Das ist ein Feind, der sich noch windet. Gleich nicht mehr. Der hatte bestimmt Schmerzen im Bauch, da habe ich ihn jetzt mal amputiert. Gut, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.